Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagestarum am 26. Oktober 2017. Sieben der Kelche. Erste Kelch ist ein Schloss. Zweiten Kelch sind Edelsteine. Dritten Kelch ein Lorbeerkranz. Vierten Kelch ist eine Drache. Fünften Kelch ist die Schönheit, eine Frau. Sechsten Kelch ist eine Schlange. Und was sehen wir im siebten Kelch? Es ist leer. Es zeigt unsere Wünsche, Sehnsüchte und Träume nach Anerkennung, nach ein Zuhause, nach Reichtum oder Schönheit. Es sind Träume. Wird das wahr oder sind es Luftschlösser, was wir hier aufbauen? Das passt ganz gut zu Lilith-Energie und es wirkt auch astrologisch, weil Saturn hat einen Einfluss gerade auf Lilith-Energiefeld und belehrt uns, diese Wünsche, Träume, Sehnsüchte auch mal ernst zu nehmen. Und dann bleibt es nicht ein Luftschloss auf Luft gebaut, sondern diese Träume werden wahr. Vielleicht sind noch da Hindernisse oder Falschheit oder Neid, das zeigt schon die Schlange an. Aber Schlange kann auch Klugheit bedeuten. Und die Botschaft ist, was auch zu Astrologie passt zur Zeit, weil das ist die Zeitqualität, sagt klar und deutlich auch aus, nimm deine Wünsche ernst, deine Träume. Und das kann auch wahr werden. Und das ist die heutige Tarot-Energie, aber wie trifft es Sie persönlich? In welchem Energie befinden Sie sich gerade? Haben Sie auch Wünsche oder Träume oder Sehnsüchte? Vielleicht zweifeln Sie noch daran und brauchen einen Rat oder stehen Sie vor Entscheidungen? Und innerlich haben Sie schon diese Entscheidung schon getroffen, aber möchten Sie noch eine Bestätigung? Dazu eignet sich ganz gut eine Blitzberatung. Wie funktioniert das? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation oder Ihre Wünsche, Sehnsüchte oder Träume. Ich muss auch noch dazu sagen, ich deute auch Träume. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich persönlich und natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.